Hallo Leute, willkommen bei mir im Kanal Gerlinde zockt. Und da wir jetzt in einer der letzten Videos geklärt haben, wo wir diese Zombie-Items, die wir da kriegen, also die Augen, das Hirn und die Zähne, verscheuern können und was wir für die Punkte kriegen, wollen wir heute mal uns anschauen, wie wir das Zeug am effektivsten farmen können. Weil wie gesagt, für die Moped-Lackierung sind 5000 Punkte fällig, das ist doch nicht unbedingt ein Pappenstiel. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen was vorbereitet, ich habe hier mal zwei Kisten. Das hier wird unsere Loot-Kiste, da werden wir dann am Ende mal vergleichen oder mal sehen, was wir alles so zusammenbekommen haben. Und hier habe ich die Kiste, was wir quasi benötigen. Ihr seht die Fertigprodukte, wie zum Beispiel hier die Mütze und die ganzen Klamotten. Und links daneben die 10 Gräser und so, das ist das, was wir für die Klamotten brauchen. Hier unten im Eck habe ich dann schon das Zeug parat gelegt, was wir zum Aufrüsten der Klamotten brauchen, wenn wir mal einen Boxenstopp machen und die Klamotten halbwegs abgerockt sind. Dann haben wir hier rechts oben die 21 Metall und 9 Leder, die brauchen wir für diese drei Brecheisen. Wie gesagt, ich habe immer die Fertigprodukte, die wir mitnehmen und die Rohstoffe, damit wir dann im Endeffekt mal vergleichen können, was wir denn so aus dem Beutezug rausgeholt haben, ob wir Plus oder Fair gemacht haben. Als Heilung nehme ich anfänglich mal 20 Beeren mit. Die hat man sich halt mal irgendwo gesammelt, das ist ja kein Problem. Kostet nichts. So, das Einzige, was ein bisschen Kostenfaktor ist, je nachdem, was ihr für Level seid, ist entweder, also ist die Schaufel. Viele kleine Levels, die können sich noch keine Schaufel bauen. Und gerade jetzt zu diesem Halloween-Event, ab und zu mal ein Grab auf der Karte, ist eine Schaufel im Moment ein absolutes Must-Have, was ihr dabei haben müsst. Wie gesagt, und wir brauchen eine Spitzhacke. Erst einmal zu Anfang. Die weiteren Spitzhacken können wir uns unterwegs bauen. Drei Hölzer, drei Steine. Oder wenn ein NPC eine dabei hat, nehmen wir die mit. So, dann tun wir uns mal ganz schnell hier ausrüsten. Nehmen wir erstmal, drei können wir mitnehmen. Ich lege eine davon erstmal ins Moped. So, haben wir uns erstmal angekleidet. Hier in die Kiste packen wir, wie gesagt, den ganzen Loot rein. Und dann geht's mal los. Das Gameplay werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen vorspulen, dass es ein kleines bisschen zügiger geht. Nur, dass ihr es halt gesehen habt, dass das wirklich alles jetzt in diesem einen Rutsch passiert, was wir hier gleich dann in dieser Erntekiste drin haben. Und maximal, wenn wir mal einen Boxenstopp machen oder so, dann werde ich hier mal ganz kurz mal anhalten, das Vorspulen quasi, und dann ein bisschen erklären. Weil ich sag mal so, die Grundidee liegt daran, dass wir jetzt diesen grünen Wald und diesen grünen Steinbruch abpendeln. Hin, her. Wenn uns irgendwas ausgeht oder die Klamotten fast im Arsch sind, machen wir einen kleinen Boxenstopp zu Hause. Ansonsten pendel ich jetzt ein paar Mal hier hin und her und dann werden wir mal gucken, was wir so rausholen. Ne? Würde ich sagen, geht's los und dann schauen wir mal, was wird.
So Leute, das war jetzt mal das erste Revier. Schauen wir mal, was wir alles so gekriegt haben. Aus den Kisten. Ein paar Verbände, ein Klebeband, 7 Altmetalle, ein bisschen Seile und leichte Stoffe von den Zombies. 4 Leder, 4 rohes Stück Fleisch. Ein paar Bären haben wir eingesammelt, noch ein bisschen Heilung. Ein Golfschläger haben wir noch gefunden. Und eben 5 Zombie-Zähne und 4 Augen. Leider kein Grab dabei, aber okay. Auf geht's zum nächsten. So, sind wir am nächsten angekommen. Ich würde sagen, Feuer frei. So Freunde, das war jetzt Runde 2. Zauber Event ist jetzt gerade mal nicht interessant. Haben wir 2 Gehirne gefunden, ein paar Zähne. Wichtig ist hier im Steinbruch die 15 Eisenerz abbauen, deshalb haben wir die Spitzhacke dabei. Und wie gesagt, Bären haben wir nach wie vor. Ich würde sagen, geht's auf zu Runde 3. So, Runde 3, Feuer frei. So, es war jetzt Runde 3. Schauen wir mal, unser Inventar sieht doch schon ganz gut aus.
Zwei Gräber hatten wir, eins davon ist meistens immer mit Gas. Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Luft. Könnten wir doch, denke ich, mal noch eine Runde drehen. Gehen wir mal zur Runde Nummer 4 und dann machen wir mal schauen, wie es aussieht, ob wir dann schon einen Boxenstopp machen oder ob ich noch eine Runde fahre. Runde 4 ist eröffnet. So Leute, jetzt waren wir mal 5 Runden unterwegs. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp. Mal das Inventar wieder ein bisschen leeren. Und schauen wir mal, was wir uns alles so erbeutet haben. Erst einmal das, wovon wir hauptsächlich los sind. Eben diese Zombie-Items. 32 Zähne, 14 Augen, 7 Gehirne. Sind schon mal für 5 schnelle Besucher ordentliche Leistung. So, dann gucken wir mal weiter. Haben wir noch 4 Bonbons, weil wir ja ein Grab hatten. Dazu kommt jetzt noch das Eisenerz, einen kleinen Bonus-Schraubenschlüssel, auch sehr gut. Dann nochmal diese mit Altmetalle, 14 leichte Stoffe, 20 Seile, hätten auch ruhig noch mehr sein können. 20 Leder, wenn man das Fleisch jetzt gleich vor Ort isst, dann hätten wir jetzt noch, sag ich mal, Heilung gehabt, aber so haben wir 20 Fleisch, die können wir noch zu Steaks oder Trockenfleisch verarbeiten und dazu noch 7 mal Klebeband. So, wenn wir jetzt schauen, was haben wir verbraucht? Im Moped liegt noch ein Brecheisen und das zweite Brecheisen ist 3/4. Die Klamotten sind etwas unterhalb, die könnten wir jetzt quasi, hätten wir noch eine Runde machen können, da hätten wir die Klamotten gepimpt.
Und dann hätten wir wieder volle Klamotten gehabt. Wie gesagt, Brecheisen hätten wir jetzt noch eins auf Reserve. Und wenn ich jetzt so dagegen halte, das haben wir vorher alles benutzt oder BZW gebraucht, bis auf die zwei Sachen hier unten. Die kämen dann erst jetzt beim Klamottenpimpen zum Einsatz. Und wenn ich jetzt dagegen überstelle, was wir jetzt da rausgeholt haben, hier haben wir auf alle Fälle 10 Eisenbarren und nochmal 6 Eisenbarren, sind 16 Eisenbarren. Werden wir jetzt nochmal davon sehen, dass wir hier noch 2 gefunden haben, haben wir 18 Eisenbarren mitgebracht, die wir quasi dann für die nächsten Brecheisen benutzen können, wenn wir die eingeschmolzen haben. Dazu haben wir hier noch 5 Eisenbarren aus diesen Altmetallen. Also sind wir quasi nach 5 Umläufen jetzt schon bei 21 Eisenbarren und haben quasi unsere 3 Brecheisen schon verdient. Und wir haben aber noch ein Brecheisen hier und ein volles Brecheisen im Moped liegen. Also ist das jetzt schon mal ein Plusgeschäft. Und ansonsten ein bisschen Bonus, die zwei Sachen. Eine schicke Armee, Militäroberteil und den Schraubenschlüssel besonders schön. Und zu den Klamotten, wenn wir jetzt keinen Bock haben, ne, hier das Leder zum Pimpen auszugeben. Und das Leder für die Dings sind wir bei 17, für die 3 Brecheisen und für die jetzt für die Upgrade-Klamotten. Und mitgebracht haben wir uns 20 Tier heute, also haben wir schon mal 3 plus gemacht. Und davon abgesehen, dass wir auch Gräser, leichte Stoffe und Seile dabei haben, dass wir uns noch 2 neue Sets an Klamotten bauen können, an einfachen Standardklamotten. Also definitive Plusgeschäft. Wie gesagt, wenn er das halt jetzt ein paar Runden macht, dann kriegt er von diesen Halloween-Items hier tüchtig was zusammen. Gut, ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie man das so machen kann, am effektivsten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge. Und mir sagen, alle beide mal, ciao, ciao.